in verlassenen Gebäuden unterwegs, heute im Schloss Espasingen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es da drin aussieht. Das Schloss Espasingen oder auch Bodmannsches Schloss liegt im Ortsteil Espasingen in Stockach. Uns schließen Andreas Schmid und Anita Steinbrück von der Gnädinger und Meyer GmbH aus Radolfzell auf. Seit ungefähr 3 Jahren sind wir dran, dass wir denkmalgerecht Wohnungen erschaffen hier. Und es wird so sein, wir haben ungefähr vor einem Vierteljahr die Baugenehmigung bekommen für ungefähr 20 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit. Das Schloss wurde Ende des 16. Jahrhunderts durch die Herren von Bodmann errichtet. Rund 200 Jahre lang war das Schlösschen der Herrschaftssitz der Familie Bodmann. 1839 wurde es dann zur Bodmannschen Brauerei mit Gaststätte. 1968 wurde dann der Betrieb eingestellt. Seither verfällt ein Großteil des Gebäudes. Wobei einzelne Räumlichkeiten bis vor 2-3 Jahren noch bewohnt waren. Ja? Doch Waldarbeiter vom Hause Bodmann etc. In dieser Etage sieht es eigentlich noch recht ordentlich aus. Klar, auch hier war seit ein paar Jahren niemand mehr und es ist staubig. Anders sieht das im Dachstuhl aus, zumindest das, was man sehen kann. Es ist nämlich dort, wo keine Fenster sind, dunkel. Richtig dunkel. Aber da können wir ohne Probleme rüberlaufen. Da können wir ohne Probleme. Ja, sie laufen einfach hinterher. Und so wagen wir uns in einen anderen Gebäudeteil. Richtig ausgestattet wie Profis. Natürlich nur mit Handytaschenlampen. Dieser Teil des Gebäudes ist so richtig von den Brauereitätigkeiten geprägt. Hier sollen später loftartige Wohnungen entstehen. Die werden Größe haben irgendwo zwischen 70 und 100 Quadratmeter plus minus. Also eigentlich für jede Nutzungsart, Vermietung oder Eigennutzung, denke ich, für jede was dabei. Auch wenn das Gebäude schon wirklich alt scheint, ist es das nicht. Nur das Gewölbe ist noch erhalten. Das Schloss wurde gleich zweimal neu gebaut. Das erste Mal wurde es im Dreißigjährigen Krieg zerstört und im März 1892 brannte das Gebäude fast vollständig nieder. Hier unten in den Gewölben riecht es mächtig muffig. Ob ich in festgetretenem Dreck oder auf einem Boden stehe, lässt sich kaum sagen. Die Decken sind mindestens 3 Meter hoch. Ob hier wohl die Bierfässer gelagert wurden? Andreas Schmid könnte sich hier Gewerbe vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Beispiel ein Tagescafé, vielleicht einen Bioladen in der Richtung reinmachen. Würde es sich natürlich auch gut eignen für Verkehrsanbindung, auch wenn man mal draußen den schönen Baum anschaut, mit vielleicht ein paar Bänke drunter stellen, wo man sich wirklich aufhalten kann, einen Kaffee trinken in der Richtung. Ja. Mit dem Bau wurde schon begonnen. Die Silos hinter dem Gebäude wurden schon im vergangenen Jahr abgerissen. Damals waren meine Kollegen mit Drohne dabei. Andreas Schmid hofft, dass 2024 die Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen sind. Teuer wird es auf jeden Fall werden. Das ist halt so eine spannende Frage. Gell? Genaue Zahlen möchte ich bitte einfach nicht sagen. Wir haben natürlich kalkuliert. Ja? Aber ich kann eins sagen, das ist natürlich alles Handarbeit. Das ist natürlich viel aufwendiger wie ein Neubau in Anführungszeichen, wo man auf der grünen Wiese erstellen kann. Den kann man relativ gut kalkulieren. Hier haben wir alles Handarbeit. Wir rechnen schon in die Millionen rein natürlich, dass wir da investieren müssen. Viel zu tun gibt es auf jeden Fall. Einiges muss noch entrümpelt werden. Viele Löcher gilt es zu stopfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Gebäude direkt an das Schlossgrundstück angrenzend wird übrigens erstmal nicht saniert.